Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und wenn wir rein über die Wasserklarheit sprechen, ich nehme wie gesagt gleich die Kamera in die Hand. Wenn wir rein über die Wasserklarheit und sonst nichts sprechen, ist das hier mit ganz weitem Abstand der klarste Teich, den ich zumindest seit Bestehen des Modern Koi Blogs und seit wir hier Teiche präsentieren, den ich jetzt in der Zeit gesehen habe. Das Wasser ist also wirklich brillant klar. Eigentlich wäre es mir fast schon zu klar, nachdem, was ich immer alles über Wasser sage, wie es beschaffen sein sollte, dass es nicht zu klar, nicht zu farblos, nicht zu hart sein sollte, dass dann einfach die organischen Stoffe fehlen, die organischen Verbindungen fehlen, was den Koi einen schönen Glanz gibt, was die Farben der Koi erhält. Aber es gibt, wie überall im Leben, hat alles seine Ausnahmen und da muss ich sagen, da sind wir genau an dem Punkt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel hinten, das zeige ich Ihnen nachher auch, wenn ich zum Beispiel hinten sehe, wo das Wasser reinkommt, die Luftblasen zerbrechen nicht. Eigentlich würde ich von diesem Teich hier erwarten, dass die Luftblasen, oder von dem Wasser erwarten, dass die Luftblasen sofort brechen. Aber das tun sie hier eben nicht, sondern sie bleiben schön stehen. Also das hier ist irgendein Wasser, das einen Zusatz drin hat, was irgendwie woanders so vielleicht gar nicht bekannt ist. Das kann mit dem Leitungswasser zusammenhängen, das kann mit irgendwas anderem zusammenhängen. Man hat hier auch keinerlei Algen. Ja? Also man hat so eine ganz dicke, ich habe am Anfang mal geguckt, ob das Kieselalgen sind oder was das sein könnte. Man hat so einen richtig dicken Teichbelag, aber es gibt nicht einen Faden von einer Fadenalge, nichts. So, die Koi sind auch glücklich. Es sind sehr wenige Koi drin im Teich, was natürlich erstmal der Klarheit zuspielt, zumindest was die frei im Wasser befindlichen Schwebstoffe angeht. Aber auch wenn Sie da die dreifache Menge reintun würden, da hinten hängt ein Trommelfilter dran, so wie ich jetzt Matthias und Petra kennen, hängt da auch, ist entsprechend die Umweltleistung auch wieder entsprechend. Man hat hier einen Skimmer, ein Skimmer, zwei Bodenabläufe. Also es ist einfach eine Anlage, die ist ja sensationell. Und das kann ich Ihnen aber versprechen, Sie können die Anlage jetzt egal wo, und das geht zum nächsten Block, egal wo Sie die aufbauen würden und genau so kopieren. Und Sie könnten sogar die gleichen Dekosteine verwenden und könnten die Steine an die gleiche Stelle legen, die gleiche Strömung. Das würde so nicht mehr funktionieren. Und witzigerweise ist auch so, dass so ein Teich auch in der Form oftmals nur einige Jahre Bestand hat und die Biologie verändert sich wieder und plötzlich fühlt sich die Fadenalge wieder wohl und plötzlich gibt es wieder eine Trübung und man kann es dann auch nicht immer so genau erklären, woran es liegt. Aber genug der Wasserchemie, der Biologie und des subjektiven optischen Eindrucks. Die Anlage ist in allererster Linie mal verdammt schön. Und als mir vorher, also das ist ja im Gleichen, also es ist wieder dieser kleine Koi-Laden, koifutter.ch. Und als man mir vorher hier das Grundstück mit allen Becken, Händlerbecken, Teichen und allem gezeigt hat, dann haben sie gemeint, das hier war so unser erster Teich. Und dann habe ich innerlich gedacht, wow, wie schön. Das ist so eine richtig kleine Koi-Oase. Der Teich ist maximal 1,50 Meter tief, schätze ich mal. Ja, ich habe jetzt nicht gefragt, ich schätze 50 Kubik. 45 Kubik. Hier vorne ist er 1,40, hinten ist er 1,70. Dann habe ich mir gedacht, wow, das wäre jetzt genau meins. Das würde ich mir vielleicht sogar, wenn ich Koi-Liebhaber, oh, ich bin Liebhaber, wenn ich Koi-Hobbyist wäre, wäre das so meine Teichgröße, mein Teich, würde mir gut gefallen. Auch hier der Randbereich. Ist eine Flachzone, Flachwasserzone, den die Koi auch sehr lieben. Also dass das der erste Teich ist, den man hier gebaut hat, ist schon erstaunlich, wie viele Dinge man intuitiv richtig gemacht hat. Sie sehen hier, jetzt zeige ich Ihnen aber als erstes mal diese Schicht, diesen Belag. Ich stelle jetzt nicht scharf. Doch, jetzt kommt es. So, also hier in diesem Teich gibt es 0,0 Algen. Man hat einmal aufgesalzen dieses Jahr. Das war's dann. Und ansonsten hat sich das hier einfach so eingespielt. Auch hier hinten dieses Deck. Wunderschön mit der Liegemöglichkeit. Das Holz ist ein bisschen ins Altern gekommen. Aber auch das ist eigentlich ein bekanntes Problem. Und jetzt ist gerade leider die Sonne weg, weil die Sonne, die kommt aber gleich wieder. Weil die Sonne zeigt wirklich, wie abartig klar dieses Wasser ist. Und das ist sogar so klar, dass meine erste Frage vorher war, ist da Ozon drin? Und das wurde verneint. Und dann war ich natürlich doppelt sprachlos. Und man sieht schon,
Das ist außergewöhnlich klar. So, und wie die Filterkammer beim 92, 93.000 Liter Teich, auch hier wieder Setup 100% gleich. Hier hinten die Zulaufkammer, die Bodenabläufe, unbeschriftet diesmal. Man sieht, auch die Profis machen es nicht immer gleich. Dann hier die Zulaufkammer mit UV-Lampe. So Zulaufkammern sind übrigens immer sehr, sehr nützlich, auch wenn man mal Austernschalen oder irgendwas im Wasser zugeben möchte. Dann haben wir hier wieder einen Pontec Trommelfilter, einfach eine Nummer kleiner. Und hat hier, das machen wir jetzt nicht auf, wieder den gleichen Biofilter darunter und wieder den Rieselfilter. Und da muss ich sagen, das zeigt einfach eine gewisse Konsequenz und auch Souveränität und Ernsthaftigkeit. Wenn man sieht, dass etwas einmal funktioniert hat, dann kann man es beim zweiten Mal einfach genauso machen. Da gibt es keinen Grund, irgendwas dran zu ändern. Und ich habe früher 50 Trommelfilteranlagen aufgebaut und ich habe sie alle so aufgebaut wie diese mit einem kleinen Unterschied. Das ist aber nicht wichtig. Da geht es einfach um die Fließlogik. Aber ich habe das auch immer wieder gleich gemacht und muss sagen, dass es immer wieder aufs Neue gut funktioniert hat. Auch hier hat man ein kleines Sonnensegel, das jetzt sicherlich nicht den Teich ganz abschattet, aber den Koi vielleicht dann doch den einen oder anderen Quadratmeter Schatten liefert, den sie im Sommer dann auch ganz gern haben. So, dann haben sie wieder einen neuen Eindruck für den Teich, auch wieder ein Hochteich und wirklich so eine kleine Oase der Ruhe.